Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wound Factory. Hallihallo. Ja, ich habe nie versucht, dich zu attackieren. Wir spielen Wound Factory 5. Ich glaube, das sollte nicht erwähnt. Ich gehe mal ganz kurz dahin. Und schau mal, ob wir es nicht irgendwie schaffen, diese gesuchten Monster zu sehen. Sorry. Ich musste einfach gerade voll spontan niesen, so nicht mehr so irgendwie so Zeit darüber nachzudenken und das einfach so. Gesuchte Monster. Eine Fee, den Goblin. Mhm. Wie sehen eigentlich deine Ernteprognosen aus? Way krass, okay. Mhm. Ach, ich darf nicht B drücken. Ich weiß nicht, was ich immer mit der Steuerung habe. Dann gehen wir mal kurz in den Flüsterwald. Inneres. Und schau mal, dass wir da irgendwas reißen können. Ja, da nicht unbedingt. Okay. Perfekt. Steht ja gleich einer. Okay, am besten verringert man immer so ein bisschen das Leben von denen. Ja. Also zumindest hilft das, glaube ich, immer ein bisschen. Fehlschlag. Ich hau da nochmal drauf. So, und jetzt mache ich nochmal so einen Zauber. Okay, nochmal. Okay, ich habe ihn aus Versehen gekillt. Oh, mein Puffelbärchen liegt am Boden. Steht schon wieder auf. Bin mir sicher. Okay, da hinten ist einer. Au, kannst du mich bitte nicht erlaubt retten? Ah, der lebt noch genauso. Fehlschlag, was? Mach jetzt mal einen normalen Schlag und nicht diesen Spin-Ding. Ich habe kein Leben mehr. Ich brauche ganz dringend Leben. Okay, ich teleportiere mich einfach wieder in die City. Das müssen wir nun bei Zeiten mal machen. Ding, Bad, ist Platz. Ja. Okay. Können wir jetzt anfangen hier irgendwie? Feeling well? Nein, danke, nicht nötig. Okay, ich habe bestimmt was, worauf ich richtig stolz bin, weil ich es gefunden habe. Hier zum Beispiel. Du möchtest also das zum Wettbewerb ummelden. Definitiv. Okay. Lass mir mal den Kochwettbewerb. Und uns jetzt unser letzter Beitrag. Layla mit einem gefüllten Sandplunder. Dann reden wir nicht länger um den Hals und fangen an, die Bewertung an. Los geht's mit einem kleinen Happen. Hm, wie schlecht, wirklich schlecht. Jetzt bewerten wir die Nährwerte des Gerichts. Mal sehen. Warum werde ich noch erschöpfter, je mehr ich gegessen habe? Damit wäre das erledigt. Als ob hier herausfordernd sein, so viele tolle Gerichte zu bewerten. Aber bald werden wir alle Ergebnisse haben. Ich glaube, das zweite war nicht gut. Das Ergebnis steht fest. Verkünden wir den Gewinner. Elisa? Auf den dritten Platz, nicht ich. Randolph mit 236 Punkten, Alter. Das ist viel. Auf den zweiten Platz. Elisa. Hä, und wer hat denn gewonnen? Ist noch irgendjemand ein krasserer Koch? Vielleicht die Vivi. Nee, der komische Mukau. Wie viele Punkte habe ich? Glückwunsch. 40! Ja, okay, ich habe sie nicht selber gekocht. Also, ich habe teilgenommen, das war doch das Wichtigste. Das da esse ich einfach mal. Okay, ich habe zu wenig Erfahrung fürs Kochen. Ja, ich habe noch gar nicht gekocht, Bitch. Ah, schöner Tag, ja. Dann sollte ich irgendwas essen, dass ich mich wieder. Zum Beispiel das Ding da. Giftangriff, aber das hat HP, ich brauche ja
RP. Nichts, was hier irgendwie RP auflädt. Ein bisschen traurig. RP. Ah, hier. Sardinia Sashimi. Er ist auch immer das. Okay, meine Fertigkeit in Essen ist auch gestiegen. Das ist so ein Award, den man von seiner Oma haben könnte. So, hier in Essen bist du aufgestiegen. So, einmal Flüsterwald. So. Ach, jetzt bin ich da, okay. Hier ist halt mir sowas von egal. Ihr seid mir auch sowas von egal, ich suche eigentlich gerade was anderes. Geh's nicht da hinten hin? Da ist eine Schatztruhe. Eine Route. Da unten müssten diese Goblins sein. Da ist eine Schatztruhe. So, hier haben wir was wieder geschafft, mein süßes kleines Flauschding-Vieh. Da ist so ein Goblin wieder. Okay, das war einmal zu Fisk-Vieh gehauen. So, dann haben wir neun Versuch. Okay, das war auch zu heftig. Hauden zu heftig. Da ist ein neuer. Normalen und dann mache ich so ein. Ich habe ein Kristallfragment erhalten. Wieso macht das nichts? Wieso? Geh weg. Vor allem, wenn ich jetzt einmal drauf war, ist er wieder down, ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich wieder belebe. Ich teleportiere mich mal echt wieder nach Hause. Vielleicht kann ich ja irgendwie jetzt was kaufen, weil es jetzt später ist. Das sind Kisten. Hä, ist mein Platz voll? Oh, ich muss es essen. Medizin. Das kann die Route 15 Schwindel, 8 Magie angriffen. Auf sie anzustupsen? Hey, was soll ich denn damit machen? Ist das einfach mal. Doch nicht. Was soll ich denn machen? Time to eat. Das könnte ich nur noch wegtun. Der füllt halt gut auf.
Sam ist langes Essen. Dafür habe ich jetzt meinen ganzen Platz. Ja. Jetzt schauen wir mal daran, ob ich mir hier so eine nette kleine Schmiede leisten kann. Nee, ich kann heute wirklich nicht einkaufen. Nicht da. Ah, okay. Mit wem brauche ich noch Freunde, dass wir die andere Aufgabe mal erfüllen könnten? Sortieren Y. Freundschaftsstufe, okay. So viele Leute, die einfach 0 haben. Die wenigsten haben einen. So. Aber ich kann halt irgendwie das Viech halt auch nicht besiegen da hinten. Das funktioniert halt einfach nicht. Ich muss es gefangen nehmen, aber wie? Ich rede jetzt nochmal mit unserem Hauptmann. Vielleicht hat der eine Idee. Der liebt das. Na du, hallo Power Chicken. Blüchen. Ja, Kochwettbewerb, das war lustig. Okay, ich muss das irgendwie schaffen, das zu erzählen. Aber wie? Ich tue jetzt erstmal unsere ganzen Steine und so weg. So. Ich bin kurz einkaufen, was brauchst du? Ich brauch nichts. Ah, da steht dabei versendet und nicht versendet. Praktisch. Da hätten wir auch so ein paar Probleme. Okay, was wisst Sam, so einen komischen Goblin? Das ist eine komische Aufgabe. Das kann ich weghauen, das kann ich weghauen. Den Armreif kann ich auch weghauen. Das kann auch weg. Die Dose brauche ich auch nicht. Spielkraut kommt auch weg. Schrott. Dann gehen wir mal angeln, würde ich sagen, dass wir vielleicht den einen wenigstens einen Scheiß da bringen können. Einmal zum Festplatz. X. Ich sehe, schaffst du immer noch hier, klar. Jetzt angeln, weil irgendjemand sich einen scheiß Fisch gewünscht hat. Tintenfisch. Ich habe keine Ahnung, wie ich einen Tintenfisch fangen soll. Immer mit der Ruhe. Alles klar, ich habe Zeit. Wir können am festen scheinbar eh nichts fangen. Ich hoffe, das spawnen einfach keinen Fisch, weil der da links hinten, der hat nicht. Ah, da kommt einer. Und nochmal. Ah, eine Dose, wie schön. Ah, da sind ein paar Fische. Ich hoffe auch, dass es passt. Und dass es diesmal keine Dose ist. Neuer Fisch, ein Stiefel. Wenigstens keine Dose dieses Mal. Ja, mal mit der Ruhe. Was ist es diesmal? Ein Stück Holz? Was? Ein Hornhecht? Ich habe einen Fisch gefangen. Ist echt interessant, dass ich mal einen Fisch gefangen habe. Oder hier, ein Hornhecht nochmal. Wow. Nicht nur Schrott. Sehr schön. Okay, der ist ein bisschen zu weit oben. Ich hoffe, wir locken trotzdem gleich den Fisch an.
Okay, dann machen wir an der Stelle einfach mal einen kurzen Cut und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Moonfactory 5. Bis dahin, bye.